Stimmt. Er ist tatsächlich im Waldhaus Rheinbeck. Na, also nichts wie ran an den Speck. Aber es ist ein Kurhotel. Sagen wir, komm recht bald. Guten Tag. Ah, Sie sind sicher, Frau Meister. Willkommen im Waldhaus Rheinbeck. Ich bin die Leiterin des Hauses. Tropf ist mein Name. Sie haben die Zimmernummer 208. Danke. Eintragen können Sie sich morgen früh nach dem Arzttermin. Um 7.35 Uhr. Nüchtern. Arzttermin? Das ist Vorschrift. Sonst gibt es keine Kurverschreibung. Ach so, ja, natürlich. Sagen Sie, ist Herr Stark im Hause? Ja, scheint so. Soll ich hochrufen und ihm Bescheid geben? Nein, nein, nicht nötig. Ich möchte ihn nicht stören. Vielleicht ist er auch in der Bar. Wir haben heute Tanzabend. Ja, da schaue ich dann mal rein. Worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Guten Abend. Guten Abend. Bitte sehr. Danke. Schöne Frau. Schön schlafen. Was darf es denn sein? Ich hätte gerne ein kleines Bier. Und haben Sie eine Kleinigkeit zu essen? Ein Schinkenbrot oder eine Gulaschsuppe? Wie bitte? Sowas gibt's hier nicht. Aber Wein dürfen Sie. Heute ist großer Trinktag. Großer was? Darf ich bitten, schöne Frau? Nein, danke. Ich wollte nur... Na kommen Sie, so jung wie heute, kommen wir nie wieder zusammen. Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Sind Sie zum ersten Mal da? Ja. Na, nötig haben Sie es ja nicht. Ich bin schon zum vierten Mal da. Mach jedes Jahr 10 Kilo weg. Nach einem Jahr habe ich sie wieder drauf. Ich habe nämlich ein Lokal in Mainz, wenn Sie verstehen, was ich meine. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht liegt dir verborgen, doch du darfst nicht frei sein. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Stark. Frau Meister, Sie hier? Das ist ja mal ein Zufall. Also Sie hätte ich nun am allerwenigsten hier erwartet. Na, setzen Sie doch zu mir. Gerne. Guten Appetit. Nein, danke. Ich hätte lieber Kaffee und ein Ei. 4,5 Minuten. Und sind wir gleich am ersten Tag sündigen? Ich wollte nur frühstücken. Sie machen wohl zum ersten Mal eine Schrotkur. Eine Schrotkur? Ja, ja, das mache ich zum ersten Mal. Eine Freundin hat mir das empfohlen. Eine kluge Entscheidung. Nichts entschlackt und entgiftet besser. Ich zum Beispiel mache das jedes Jahr. Und ich muss Ihnen sagen, es bekommt mir glänzend. Eine echte Läuterung für Körper und Seele. Ja, das habe ich auch nötig. Aber Kaffee zum Beispiel. Oder tierisches Eiweiß sollte man nie zu sich nehmen. Ja, ja. Ich dachte nur, am ersten Tag. Nein.
Man muss die Lehre von Johannes Schroth ernst nehmen. Dann wird die Kur fantastisch. Das habe ich auch gehört. Die meisten sind nur hier, um ganz schnell abzunehmen. Dabei ist das nur ein Nebeneffekt der Entschuldigung. Und zwischendurch essen sie auch noch eine Torte. Oder Steaks. Also ich finde das wirklich... Empörend. Genau, Sie verstehen, was ich meine. Oh, muss jetzt ins Kommittelhaus. Rückenschule. Schade, ich hätte gern noch mehr gehört von jemand, der so viel Erfahrung hat wie Sie. Aber jederzeit. Liebe Frau Meister, es wird mir ein Vergnügen sein, Sie unter meine Fittiche zu nehmen. Bis dann. Das amerikanische Frühstück und extra viel Kaffee, bitte. Guten Morgen, schöne Frau. So schnell sieht man sich wieder. Ich darf doch. Und für mich großes Glas Wasser. Hören Sie, ich... Ich sag ja gar nichts. Wir sind ja alle kleine Sünderlein. Ist ja auch wirklich kaum zum Aushalten, das Hungern. Also warum Sie sich das überhaupt antun, frage ich mich ja wirklich. Sie brauchen ja eher was auf die Rippen. Wegen der Entgiftung. Der Läuterung für Körper und Seele. Bitte sehr. Danke. Ist Trockentag. Liebe Frau Meister, da ist vom Abend nicht mal Wasser erlaubt. Trockentage sind entscheidend für den Kurerfolg. Oh, ich, natürlich. Ich bin so gestresst. Das habe ich vorhin mit dem kleinen Trinktag verwechselt. Gegen Stress sollten Sie meditieren. Ja, das sollte ich. Um zu vergessen. Lassen Sie. Hab's Ihnen weggegessen. Ich kann mich einfach nicht beherrschen. Komm hierher, hab die besten Vorsätze. Und dann übermannt mich einfach der Hunger. Das kann ich verstehen. Stellen wir uns alle etwas Wunderschönes vor. Wir gehen auf eine weite Reise dahin, wo wir am allerliebsten sein würden. Oh. Ja, Moment bitte. So, wir brechen hier ab. Nach diesen Störungen hat es keinen Sinn mehr. Ich danke Ihnen. Haben Sie meine Nachricht nicht bekommen? Ich hatte Sie doch dringend um Rückruf gebeten. Konnten Sie nun mittlerweile mit Herrn Stahl Kontakt aufnehmen? Sie können mich nicht mehr auf Handy anrufen. Das stört hier nur. Also ja oder nein? Ja. Ja, und? Ich kann doch nicht einfach mit der Tür ins Haus. Frau Meister. Ja, ja, machen Sie sich keine Sorgen. Also die Sorgen sollten Sie sich machen, liebe Frau Meister. Falls nämlich unser wichtigster Kunde zur Konkurrenz abwandert, sind Sie Ihren Job los. Da gebe ich Ihnen Brief und Siegel. Also, das lassen wir jetzt ab sofort ausgeschaltet im Zimmer. Ich glaube, ich muss wirklich auf Sie aufpassen. Sollen Sie doch während Ihrer Zeit hier vollkommen auf sich selbst besinnen. Ja, genau. Ich habe eben nur die Box neu besprochen, dass ich nicht mehr erreichbar bin.
Guten Appetit, Frau Meister. Sie haben völlig recht. Man gewöhnt sich rasch an die Kur. Ich habe schon gar kein Hungergefühl mehr. Aber nein, das müssen Sie essen. Diese Pflaumen sind reich. Entschuldigen Sie die Störung. Aber ich wollte morgen eine Kutsche mieten. Und da wollte ich fragen, ob Sie Lust haben, mit mir zu fahren. Frau Meister und ich werden morgen durch die schöne Heide wandern. Oh, ja dann. Tut mir leid. Das scheint ein ziemlich aufdringlicher Bursche zu sein. Ja, in der Tat. Ja, also, was ich sagen wollte. Durch die spezielle Schrotdiät wird ja Ihr Stoffwechsel angeregt. Das heißt, der gesamte Magen- und Darmtrakt wird ja gewissermaßen, Was machen Sie denn hier? Ach, wissen Sie, ich habe da ein kleines, inoffizielles Arrangement mit dem Küchenchef. Bitte sehr. Oh. Schinken, Pastete, was Sie möchten. Ich lade Sie ein. Egal, nur irgendetwas zu essen. Hier. Speisekarte von meinem Lokal. Die lese ich gern in solchen harten Zeiten. Von Ihrem Lokal? Ja. Das hätte ich auch immer gern gemacht. Ich habe sogar mal eine Kochlehre angefangen. Echt? Das ist ja ein Ding. Aber mein Mann meint, ich sollte lieber etwas mit geregelten Arbeitszeiten machen. Oh, Sie sind verheiratet? Geschieden. Ah, ich auch. Ja, ja. Welche Frau hält es schon mit dem Gastronomen aus? Ja, dann. Ich gehe dann mal wieder. Und vielen Dank für das Brot. Schroth hat damals herausgefunden, dass der Kurwein in therapeutischen Dosen zentral anregend und stimmungsaufhellend wirkt. Ah, ja. Aber das heißt natürlich nicht, dass man sich hemmungslos betrinken sollte, wie manche dieser Leute hier am großen Trinktag. Hören Sie. Ist es nicht Zeit, umzukehren? Ich meine, sonst verpassen wir das Mittagessen. Ich habe vorgesorgt. Ich habe deine Lunchbox einpacken lassen. Ach, eine Lunchbox. Ich bin eigentlich sehr froh, dass wir uns hier zufällig getroffen haben. Ja. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, zumal wir ja nun keine Geschäftsbeziehung mehr haben. Ich vermische nicht gern Geschäftliches und Privates. Das, ich meine, darüber könnten wir doch noch mal reden. Ja, aber doch nicht im Urlaub, Liebe von Gitte. Es wäre aber schon wichtig, auch für mich. Brigitte, Sie müssen das verstehen. Unsere Kündigung ging doch nicht gegen Sie. Ich bin als Werbeleiter auch ökonomischen Zwängen unterworfen, die ich nicht beeinflussen kann. Aber wir haben doch immer gut und pünktlich geliefert. Und Ihre Versandkataloge machen 50% unseres Auftragsvolumens aus. Wir haben letztes Jahr extra neue Druckmaschinen bestellt. Mal, unsere Entscheidung für die Konkurrenz hatte auch Standortgründe. Aber wir könnten die Konditionen vielleicht neu diskutieren. Torino, Taxi ist da! Haben Sie den etwa bestellt? Kommen Sie denn darauf? Natürlich nicht. Ich dachte, Sie wollen vielleicht mitfahren. Sieht nach Regen aus. Nein, danke. Wir kommen schon alleine zurück. Verschwinden Sie, aber ein bisschen plötzlich. Das ist ja schon gut. Ich hab's ja nur gut gemeint. Und komm. Also, wo waren wir stehen geblieben? Bei den Konditionen. Wissen Sie was? Wir reden noch mal, wenn wir beide zurück von der Kur sind. Hier kann ich sowieso nichts entscheiden. Lassen Sie mich gefälligst in Ruhe, ja? Hören Sie auf, mich zu verfolgen! Also, ich verfolge... Also,
Ich will nur in die Sauna. Sie wissen genau, was ich meine. Sie sind uns extra nachgefahren. Naja, ich hab mir gleich gedacht, dass dieser miese Peter Sie völlig überfordert. Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Was wollen Sie eigentlich von dem? Sind Sie verlobt oder so? Verlobt? Wie kommen Sie denn auf die Idee? Wofür ist es dann? Er ist vom Athener versandt. Und jetzt ist er zur Konkurrenz gewechselt und hat uns gekündigt. Und wenn ich ihn nicht dazu kriege, das zurückzunehmen, bin ich meinen Job als Verkaufsleiterin los. Ach, du lieber Gott, ist ja furchtbar, wenn ich Ihnen helfen kann. Sie helfen mir, indem Sie sich da raushalten. Jetzt muss ich duschen. Also haben Sie denn nun endlich? Nein. Konnten Sie ihn denn wenigstens davon überzeugen, dass er weiter mit uns zusammen... Nein. Ja, haben Sie denn überhaupt irgendwelche Fortschritte machen können? Nein. Und da haben Sie sich von ihr getrennt. Nein. Sie hat sich von mir getrennt, völlig ohne Grund. Diese Bücher möchte ich Ihnen dringend ans Herz legen. Frau Meister, ich habe Ihre Zwischenrechnung fertig. Ich hole Ihnen eben Ihren Schlüssel. Einen Moment. Und für Sie rechnen wir mit der Firma Stolze ab, wie besprochen, ja? Wie kommen Sie denn darauf? Machen Sie meine Rechnung bitte auch fertig. Oh, entschuldigen Sie. Wir müssen dringend mal Ihre Verwaltung reorganisieren. Bitte sehr. Er wird von der Druckerei Stolze geschmiert. Das ist der wahre Grund für unsere Kündigung. Die zahlen seine Kur. Aha, und was zahlen die noch? Keine Ahnung. Ja, dann finden Sie es raus. Sie sind doch eine attraktive Frau. Da werden Sie doch Mittel und Wege finden. Das kann ich nicht. Sowas, also das geht gegen meine Prinzipien. Hier gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Und ich weiß, er bleibt hier. Nie vergesse ich unseren ersten Tag. Na, na, na. Dass Sie sich das antun wollen? Ach, einmal muss man das doch gesehen haben. Und außerdem, ich tanze ja so gern. Ja, da werden Sie mir nicht viel Freude haben. Ach, das wird schon. Vom Winde verweht. Ihr gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Und ich weiß, er bleibt hier. Oh, wollen wir da? Na, 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 na. Doch vergesse ich nie, wie man allein sein kann. Alle! Na, 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 na. Steht es in den Sternen. Oh, 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 was die Zukunft bringt. Oh, oh, oder muss ich lernen, dass alles verwirrt. Was möchten Sie trinken? Ich trinke Wasser. Na, Wein natürlich. Heute ist doch großer Trinktag. Und Sie sollten auch ein Schlückchen nehmen. Sie haben selbst gesagt, dass der Kurwein gut für den Erfolg ist. Also gut, Ihretwegen mache ich eine Ausnahme. Trinke eigentlich prinzipiell nie Alkohol. Zwei Wein. Sie sind wirklich eine richtige kleine Verführerin. Eigentlich sollten wir du sagen. Ja, gute Idee. Martin. Brigitte. Oh, oh, Entschuldigung, es war wohl etwas ungehörig, aber... Ein Brüderschaftsküsschen in Ehre. Aber natürlich, ich bitte Sie, dich. Wenn meine Scheidung erstmal durch ist, dann könnten wir. Ich meine, du bist eine Frau, die.
Ja, ist doch was dran an der Sache mit den Kurschatten. Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet wir beide. Ja, wir beide. Was ich sagen wollte, ich verliere meinen Job, weil du uns gekündigt hast, lässt sich da denn gar nichts dran ändern. Für ein bescheidenes Leben zu zweit reicht es bei mir immer. Wie bitte? Das war ein Antrag. Ich spüre doch, dass wir seelenverwandt sind. Martin, ich glaube, wir sollten besser gehen. Ich wusste, dass du das jetzt sagst. Auch ich möchte jetzt gerne mit dir alleine sein. Aber vorher tanzen wir noch mal. Auf der Welt. Du bist alles, was ich will. Ich habe gesagt, du bist die erste Frau, die meine ganze Sinnlichkeit erweckt. Oh. Das ist aber jetzt nicht mehr geschäftlich, oder? Das ist jetzt meine, nicht wahr? Können euch alle wissen, ich werde diese wunderbare Frau heiraten. Ich muss mal telefonieren. Ich kündige. Ich bin doch keine Leibeigene. Weder Ihre noch die von Herrn Stark. Gehen Sie doch zur Kur mit diesem Kotzbrocken, wenn Sie was von ihm wollen. Ich mach jetzt ein Lokal in Mainz auf. Zu keinem anderen Mädchen gesagt habe. Oh Gott. Oh. 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 Mir ist schlecht. Bitte. Danke. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Ich habe nur was total Gutes geträumt. Was denn? Ich habe meinem grässlichen Chef endlich mal gesagt, was ich von ihm halte. Ich habe gekündigt. Das war das beste Gefühl seit Jahren. Das war kein Traum. Kein Traum? Ach, Herrje. Sie meinen, Sie wollten gar nicht? Ich habe diesen Job immer gehasst. Ich habe nur nie den Mut dazu aufgebracht, zu kündigen. Also da bin ich ja beruhigt, dass Sie das ernst gemeint haben. Also, Sie wollten doch ein Lokal in Mainz aufmachen. Und ich hab doch schon eins. Und ich? Ein Lokal in Mainz? Ja. Und da hab ich mir gedacht, Sie könnten doch bei mir einsteigen. Tja. Das wäre ja ganz was anderes. Dann mache ich mir schon mal Gedanken über eine neue Speisekarte. Schmidt, schön, dass ich Sie noch antreffe. Ich wollte mich eigentlich nach den morgigen Terminen erkundigen. 9 Uhr Besprechung mit Kohl und von der Registratur. 10 Uhr Konferenz mit den Planungsleitern der Entwicklungsabteilung. 13 Uhr Arbeitsessen mit den Herren von Torwald und Gräfe. 15 Uhr Projektpräsentation des Auftrags für Gerolino aus Italien. Faszinierend, Frau Hofschmidt. Was würde ich nur ohne Sie anfangen? Wie können Sie all diese Termine so genau im Kopf behalten?
Reines Training, Herr Dr. Carstens. Wenn Sie sonst nichts mehr für mich haben, würde ich dann gerne... Frau Hufschmidt, jetzt muss ich sagen, da fällt es mir ein kurzes Schreiben an die Entwicklungsabteilung. Ich habe alles hier aus Band gesprochen. Sie hatten mir aber für heute Nachmittag freigegeben. Frei? Wirklich? Warum? Ich muss doch heute den Flieger nach Flensburg nehmen. Heute ist die Taufe meines Enkels. Ach so, ja, das hatte ich ganz vergessen. Aber dieses Schreiben hier, das muss unbedingt noch raus. Es ist ja nur ganz kurz, wirklich. Also schön. Das schaffe ich auch gerade noch. Ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen kann, Frau Hufschmidt. Wenn man es eilig hat. Wenn man es eilig hat. So. An Dr. Jürgens von der Entwicklungsabteilung. Zum Flughafen. Aber möglichst schnell, bitte. Kommst du wohl eilig, oder was? Junger Mann, eigentlich hatte ich vor, die S-Bahn zu nehmen, aber leider wurde ich aufgehalten. Ich muss dringend meinen Flieger bekommen. Könnten Sie bitte dieses Gesäusel abstellen? Das ist ja nicht zum Aushalten. Danke. Schade, dass Ihnen die Kassette nicht gefällt. Ist von einer befreundeten Band. Sind wirklich gute Jungs. Das mag ja sein. Ich bin Ihr Manager, verstehen Sie? Von den Songs habe ich 5000 Stück aufnehmen lassen. Es gab schon Fahrgäste, die waren ganz begeistert davon. Ja, so sind die Geschmäcker eben verschieden, nicht wahr? Soll ich sie nicht noch mal von vorne vorspielen? Vielleicht finden Sie ja doch noch Gefallen daran. Ganz bestimmt nicht. Wäre aber ein echtes Schnäppchen. Nur 20 Mark Stück. Nein, wirklich. Vielen Dank. So, bitte sehr. Den kann ich Ihnen nicht klein machen. Na, großartig. Hier, nehmen Sie. Den Rest können Sie behalten. Oh, das ist aber großzügig. Warten Sie. Ich gebe Ihnen dafür eine Kassette mit. Lassen Sie, ich habe es wirklich furchtbar eilig. Die Maschine nach Flensburg. Ist die etwa schon gestartet? Nach Flensburg? Heute geht keine Maschine nach Flensburg. Ihre Kollegin am Telefon war da vorige Woche noch ganz anderer Ansicht. Naja, haben Sie die Flugnummer? Die bitte was? Na, die Nummer Ihres Fluges, damit ich im Computer nachsehen kann. Ja, die habe ich jetzt nicht im Kopf, tut mir leid. Ist ja nicht so schlimm. Sie steht auch auf Ihrem Ticket, kann ich das vielleicht mal sehen? Oh ja, selbstverständlich. Warten Sie. Moment. Das ist ja komisch. Ich könnte schwören, vorhin hatte ich es noch in der Hand. Guten Tag. Mein Name ist Bielek. Ich hatte den Flug nach Flensburg gebucht. Hier ist mein Ticket. Mhm. Tatsächlich. ZQ-345 nach Flensburg. War ich doch. Komisch. ZQ-345 ist gar nicht aufgeführt. Ich hoffe, es ist ein Nichtraucherflug. Meine Nebenhöhlen reagieren nämlich allergisch auf Zigarettenqualm, wissen Sie? Das haben wir sofort, Herr Bielek. Und ich muss auch unbedingt vorne sitzen. Ich kann nicht mit ansehen, wenn sich beim Start die Tragflächen so durchbiegen. Da wird mir immer ganz blümerant. Ja, einen Moment bitte. Nun hören Sie schon auf die junge Frau einzureden. Erstens tut sie ihr Menschen Mögliches und zweitens sind Sie überhaupt nicht an der Reihe. Ich war vor Ihnen dran. Ja, Entschuldigung, das wusste ich ja nicht. Ich dachte. Ach so. Deswegen war der Flug nicht aufgeführt. Dachte ich es mir doch. Gecancelt. Bitte? Gestrichen. Hallo? Ich dachte, Sie schweben schon über den Wolken. Ich stehe eher auf glühenden Kohlen. Der Flug wurde leider abgesagt. Und in 2 Stunden wird mein Enkel getauft. Es ist zum aus der Haut fahren. Tja, das nenne ich Pech. Bei der Bahn habe ich auch schon angerufen, aber da fährt leider kein Zug mehr, der mich rechtzeitig hinbringt. Wie wäre es, wenn ich Sie fahre? Sie? Ja. Wenn ich es recht überlege, bleibt Ihnen gar nichts anderes übrig. Ich mache Ihnen auch einen angemessenen Preis, sagen wir 300. 300 Mark? Ja. Mein Taxi ist immer noch billiger als Ihr Flug, wenn ich nicht irre.
haben Sie mich erschreckt. Es tut mir leid, entschuldigen Sie die Störung, aber ich habe Ihr Gespräch mit diesem Herrn mitbekommen, weil wir offensichtlich dasselbe Problem haben. Da dachte ich nun, ob es vielleicht auch eine gemeinsame Lösung gäbe. Und die wäre? Ganz einfach. Wir teilen uns die Fahrtkosten nach Flensburg. So sind wir beide noch rechtzeitig dort, ohne am Bettelstab zu enden. Wenn ich das mal so sagen darf. Also gut, abgemacht. Großartig. Übrigens, mein Name ist Bielek. Horst Bielek. Doris Hufschmidt. Angenehm. So. Käsebällchen? Kosten Sie mal. Nein. Vielen Dank. Ich habe bereits gegessen. Schade. Da verpassen Sie was. Also, ich bin eigentlich ganz froh, dass der Flug ins Wasser gefallen ist. Ah, ja? Ja, mir wird nämlich immer ziemlich leicht schlecht. Besonders bei so hohen Geschwindigkeiten. Das ist doch nicht zu glauben! Wie lange ist der jetzt schon da drin? Mindestens eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde? Wie soll ich das denn jetzt noch rechtzeitig zur Taufe schaffen? Die werden nicht auf mich warten. Das ist eben höhere Gewalt. Höhere Gewalt? Also ich habe eher das Gefühl, dass es sich bei Herrn Bielek um einen ausgesprochenen Hypochonder handelt. Im Radio kam übrigens gerade eine Staumeldung. Was? Ach du. Also dann müssten wir auf die Bundesstraße ausweichen. Frau Hufschmidt, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie peinlich mir das alles ist. Aber ich schwöre Ihnen, das kommt auch nicht mehr vor. Hier, die Tabletten, die wirken wahre Wunder. Schön, dann darf ich Sie nun bitten, endlich in dieses Taxi zu steigen. Hat mir mein Therapeut empfohlen. Pneumorelaxive Detension heißt das. Könnten Sie vielleicht doch bitte ein wenig Musik anmachen? Sie meinen meine Kassette? Ja, aber bitte nicht so laut. Ja. Ist das wunderbar entspannend, was Sie da spielen. Wie ein Sonnenuntergang über einer frischen Sommerwiese. Darf man fragen, was das ist? Dreamland heißt die Gruppe. Wusste ich doch, dass es Ihnen zusagt. Sind Freunde von mir. Sie können die Kassette bei mir kaufen. Ich nehme eine. Kein Problem. Ich habe hier vorne 200 Stück und im Kofferraum mindestens 500. Sehen Sie, Frau Hufschmidt, jetzt geht es mir schon viel besser. Ich hoffe inständig, dass uns dieser Zustand bis Flensburg erhalten bleibt. Ich muss mich ein bisschen frei machen. Wenn das so eng ist, dann bekomme ich leicht so klaustrophobische Anfälle. Ja, aber natürlich. Ja. Machen Sie es nur bequem. Wenn Sie vielleicht mal hier. Darf ich? Ja. Oh ja, ja. Also ich hoffe, es geht jetzt. Ja. Ich finde es ganz toll, was Sie alles auf sich nehmen, damit Sie bei der Taufe Ihres Enkels dabei sein können. Frau Hufschmidt, wissen Sie, ich selbst hätte ja auch ganz gerne mal eine Familie gehabt. Also das hier, das ist meine Tante Paula. Und daneben, sehen Sie, das ist meine Schwester Clara. Die beiden konnten sich auf den Tod nie ausstehen und waren immer miteinander zerstritten. Und das hier, das ist meine geliebte Frau Mama. Die lebt jetzt in einem schönen Pflegeheim in Niedererkenschwick, wo ich sie zweimal im Monat besuche.
Ist ein ganz zauberhaftes Haus mit Parkanlagen rundherum und allen Therapieeinrichtungen und rund um die Uhr Versorgung. Entschuldigen Sie mich bitte für einen Moment. Oh. Ich glaube es nicht. Einsteigen, es geht weiter. Na Gott sei Dank, das wurde ja auch Zeit. So, Herr Bielek, einsteigen. Ja, ja, ich komme ja schon. Sagen Sie es lieber gleich, wo ist jetzt das Problem? Meine Bronchien, die sind sehr empfindlich und besonders auf Kurvierstrecke. Dann haben Sie doch auch sicherlich Medizin dagegen eingesteckt. Ja, hab ich. Dann nehmen Sie die doch. Ja, wie soll ich das erklären? Also, die Tabletten sind in meiner Tasche und die ist im Kofferraum. Aha. Es ist aus der Haut fahren. Können wir das in der vereinbarten Zeit überhaupt noch schaffen? Keine Ahnung. Wenn die Strecke bis Flensburg frei ist und Herr Bielek sein Medikament findet. Aber wir müssen dann noch mal über den Preis reden. Wieso? Wir hatten doch eine Pauschale vereinbart. Ja, aber auf der Basis, dass ich die Autobahn nehmen kann. Das hätte ich mir denken können, dass Sie aus meiner Notlage auch noch Kapital schlagen wollen. Geschäft ist Geschäft und time is money. Also bitte, wie Sie meinen, Hauptsache, ich komme noch rechtzeitig zur Taufe. Tut mir leid, ich kann es nicht finden. Vielleicht habe ich es ja doch in die Manteltasche gesteckt. Was halten Sie denn davon, wenn Sie mal nachschauen? Oder soll ich Ihnen das vielleicht abnehmen? Ach, das wäre natürlich ganz reizend. Da könnte ich in der Zwischenzeit meine Tasche wieder einräumen. Selbst schon, Doris. Wer dumme Fragen stellt, bekommt auch dumme Antworten. Da war zum Beispiel Tina. Ein schönes und ein kluges Mädchen, das ich fast geheiratet hätte. Aber eines Tages hat sie mich plötzlich verlassen. Nur so. Ich weiß heute noch nicht, warum. Wie bedauerlich. Ja, keinen Brief hinterlassen, gar nichts. Bin damals gerade vom Arzt gekommen. Vom Arzt, so. War nichts Außergewöhnliches, wenn Sie das meinen. Nur eine Routineuntersuchung wegen meines Zuckerspiegels. Ja, ja. Der sackt nämlich urplötzlich manchmal ab. Und dann falle ich beinahe in Ohnmacht. Und damit das nicht passiert, muss ich ununterbrochen essen. Morgens, mittags, abends. Und manchmal eben auch nachts. Oh, oh. Darf ich raten? Wir müssen sofort an der nächsten Tankstelle mit Minishop halten. Es ist schön, einen Menschen zu treffen, der für so etwas Verständnis hat. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie intolerant die meisten Menschen sich dazu stellen. Bitte sehr. Guten Appetit. Das ist doch... Frau Hofschmidt, das ist unglaublich. Wie haben Sie das nur voraussehen können? Voraussicht ist eine der wichtigsten Eigenschaften einer Chefsekretärin, Herr Bielek. Ja, also dann. Vielen, vielen Dank. Mama, take me home. Country road. Take me home. Und vielen Dank, dass wir uns noch einmal über den Preis unterhalten konnten. Ich bin nur 20 Minuten zu spät angekommen. Wie konnte ich denn ahnen, dass die Kirche so weit außerhalb ist? Da hätten Sie sich vorher kundig machen sollen, junger Mann. Es gibt schließlich Stadtpläne. Oh, wenn ich mehr Kunden wie Sie hätte, wäre ich schon längst pleite. Ach, Frau Hofschmidt, kleines Momentchen noch, ja?
Wir hatten uns doch schon auf Wiedersehen gesagt, Herr Bielek. Ja, ich weiß, aber ich wollte Sie noch bitten, mir die Adresse Ihres Sohnes hier in Flensburg zu geben. Vielleicht können wir ja wieder zusammen zurückfahren. Ja, nein, Herr Bielek. Mein Sohn, der bringt mich selber nach Hamburg zurück. Da werde ich kein Taxi brauchen. Schade. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen angenehmen Geschäftstermin, Herr Bielek. Nicht halb so angenehm sein wie die Fahrt mit Ihnen. Also, auf Wiedersehen. Auf Nimmerwiedersehen. Die haben bestimmt schon angefangen. Hoffentlich habe ich nicht alles verpasst. Das kann doch nicht wahr sein! Das war's dann. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Nein, mir ist nicht mehr zu helfen. Ich fahre 200 Kilometer in einem stickigen Taxi, zusammengepfercht mit einem windigen, als Taxifahrer getarnten Musikalienhändler und einem neurotischen Hypochonder und lerne dabei jeden Rastplatz zwischen Hamburg und Flensburg kennen. Alles nur, um rechtzeitig zur Taufe meines einzigen Enkels zu kommen. Und dann werde ich vor der falschen Kirche abgesetzt, muss 5 Kilometer in diesen Schuhen zu Fuß laufen und stehe bei meinem Sohn vor verschlossener Tür. Warum in aller Welt sollte ich Hilfe brauchen? Mutter, wo kommst du denn her? Klaus, mein Junge. Oh, es tut mir so leid. Oh, ich bin zur falschen Kirche gefahren und musste dann zu Fuß hierher. Kirche? Was wolltest du denn in der Kirche? Aber heute ist doch Friedhelmchens Taufe. Und die habe ich nun verpasst. Heute? Die Taufe ist erst am Freitag. Ja, Freitag. Heute ist Freitag. Mutter, nächste Woche Freitag. Nächste Woche? Wie? Also, was soll das heißen? Nächste Woche erst? Ja. Klaus. Ich habe mich noch nie in einem Termin geirrt. Na Mutter, nur ist es mal passiert. Das macht doch nichts. Ist trotzdem schön, dass du da bist. Und hier ist noch jemand, der sich freut. Oh, mein Herzenskind. Ach. Kinder, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was mir alles passiert ist. Oh, hallo! Ich glaube, wir gehen mal besser rein.